Jetzt aber zu Mareike Fallwickel. Diese österreichische Autorin ist 1983 geboren in Hallein. Hallein, spreche ich es richtig aus? Ja. Ja. Wenn man ihre Bücher liest, dann begegnet man dieser kleinen, mittelgroßen Stadt, die in ihren Büchern nicht immer sehr positiv daherkommt. Es liegt im Bundesland Salzburg und wir werden auch später darüber vielleicht sprechen. Das Licht ist hier viel heller, ist jetzt der dritte Roman. Das erste, das war ein Roman, der in der Frauenerotikreihe Anaïs rausgekommen ist, 2012 und hieß Auf Touren. Habe ich nicht gelesen. Schade. Ja, kann ich nachholen. Gelesen oder besser gesagt gehört habe ich Dunkelgrün, fast schwarz. Dieser Roman kam auch auf die Longlist für den österreichischen Buchpreis und erschien 2018 im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Nein, das war das andere. Ne? Im FA Frankfurter. Das ist das Taschenbuch. Das Taschenbuch, ja. Sollen wir uns duzen? Ja, bitte. Ja, okay. Du hast und schreibst noch Kolumnen. Du hast das aufgegeben. Ja. Jetzt eigentlich nur noch Autorin und Literaturvermittlerin. Mhm. Und nur zwischen Gänsefüßchen. Ne? Aber du hast eine Kolumne gehabt und die hieß Zuckergoscherl. Magst du den Luxemburgern erklären, was ein Goscherl ist? Ein Goscherl, also das Wort kommt vom österreichischen Wort goschen für Mund. Und wir Österreicher haben ein Diminutiv, das Erl, das hängen wir an alles an. Und dann wird es gleich viel persönlicher und viel netter. Also eine Bank ist ein Bankerl oder ein Glas Wein ist eigentlich nur ein Achterl, deswegen ist auch nicht so schlimm. Oder eine Affäre ist nur ein Bandscherl, ist dann auch nicht so schlimm. Und das Goscherl, auch nicht so schlimm, ist nämlich nicht so frech, also Goschert bedeutet auch frech, aber das Goscherl ist eben dann auch ein bisschen liebenswürdig und sagt jemand, der seine Meinung sagt, aber mit so einem Augenzwinkern, vor allem in Verbindung mit Zucker, also Zuckergoscherl. Man könnte es ein bisschen übersetzen mit Zuckerschnute, aber es hat nicht die gleiche Konnotation. Okay. Ja, das war das Zuckergoscherl, das habe ich fast 5 Jahre lang geschrieben, wöchentlich so eine Kolumne über alle möglichen und unmöglichen Themen. Du hast auch als Korrektorin und Lektorin gearbeitet, aber jetzt eben freie Autorin, lebst in Salzburg und wo du auch vergleichende Sprachwissenschaften studiert hast. Du bist ganz nach hinten recherchiert. So. Ja, genau. Okay, okay. Ja, was soll ich noch sagen? Das Licht ist hier viel heller, beginnt mit einer Valerie, mit einer Lücke zwischen den Schneidezähnen. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich sehr angesprochen gefühlt. Es war Schicksal. Ja, genau. Wir wussten es noch nicht, aber ich habe es eigentlich für dich geschrieben. Genau. Also kurz Inhaltsangabe, das Licht ist hier viel heller. Also als ich es gelesen habe, war ich dauernd im Vergleich mit Dunkelgrün fast schwarz, weil in den zwei Romanen die Personen, die Protagonisten, Protagonistinnen manchmal gewisse Ähnlichkeiten haben. Es handelt sich oft um toxische Beziehungen und um ganz unangenehme Männer. Also gleich zum Kern. Dunkelgrün haben wir den Raphael, der wirklich so ein charmanter Verführer ist, aber kein guter Mensch. Und hier haben wir dann den Maximilian Wenger, der ein Autor ist, der sehr erfolgreich war, verheiratet mit einer Patricia, die auch sehr erfolgreich ist, aber nicht auf literarische Weise. Und er verliert den Erfolg. Und die Beziehung geht natürlich dann auseinander und wir lernen dann die einzelnen Familienmitglieder kennen. Wie gesagt, die Frau Patricia, die Trixi genannt wird, Maximilian wird Max genannt. Und dann haben wir die Kinder Zoe, die eigentlich Chloe heißt, und den Sohn Spin, der eigentlich Finnegan heißt. Also als wenn es nicht schon kompliziert genug wäre, alle Namen zu behalten. Hier muss man gleich 2 Namen für jeden behalten.
Wieso? Aber es werden ja dann auch nur mehr konsequent die nicht eigentlichen Namen verwendet. Ja, ja, das stimmt. Also, aber wenn man das beginnt zu lesen, dann weiß man ja nicht, was kommt. Es gibt auch irgendwo den Satz, dass niemand in dieser Familie so heißen will, wie er eigentlich heißt, außer Wenger, und seinen Namen kennt keiner mehr. Ja, genau. Er ist. Wir haben dann diese Beziehung zwischen den Ex-Eheleuten und dann ihren Kindern, und wir lernen sie alle einzeln kennen und auch zusammen kennen. Und dann dazwischen gibt es Briefe. Und diese Briefe sind am Anfang, weiß man nicht recht, was soll das? Das heißt, nach der Scheidung zieht Maximilian Wenger in eine eigene Wohnung, kleine Wohnung, und er bekommt Post, die eigentlich nicht für ihn gedacht ist, sondern für den Vormieter. Und er öffnet sie. Und diese Briefe kommen regelmäßig und die sind auch dann im Buch drin. Eigentlich müsste ich jetzt fragen, was der Wenger dauernd gefragt wird: Wie viel hier ist autobiografisch? Nix, Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank nicht. Habe ich auch angenommen. In beiden Romanen nicht. Ja. Es wäre sehr schlimm, glaube ich, wenn es autobiografisch wäre für mich. Ja, so toxische Menschen um sich herum zu haben, glaube ich, ist nicht also, so. Also das Einzige ist natürlich die Kulisse. Also ich bin auf dem Dürnberg aufgewachsen und in Hallen in die Schule gegangen, und ich wohne in der Nähe von Salzburg, und da war ich halt einfach recherchefaul. Also die Geschichten könnten auch irgendwo anders spielen, aber dort kenne ich mich aus, und ich wollte vor allem für Dunkelgrün, wollte ich so eine Dorfgemeinschaft, in die man nicht so leicht reinkommt, und diese Abgeschiedenheit haben, und es hat sich halt angeboten. Aber ansonsten ist Gott sei Dank alles frei erfunden. Also wir lernen dann im Laufe der Geschichte einfach die Geschichten der einzelnen Protagonisten und Protagonistinnen kennen und auch ihre Entwicklungen. Doch bevor wir uns vertieft jetzt auf ein Gespräch darüber einlassen, schlage ich vor, dass du uns mal ein bisschen vorliest. Ja, ich habe tatsächlich schon sehr lange nicht mehr aus diesem Buch gelesen und nicht darüber gesprochen, weil, wie wir alle wissen, gab es keine Gelegenheit. Ich hoffe, es fließt noch so wie vorher. Ich lese euch vor gleich den Anfang, wie man Wenger kennenlernt. Und dieser berühmte, viel zitierte erste Satz des Buchs ist so ein bisschen: Ich wollte keinen Etikettenschwindel betreiben. Also es wurde sehr viel diskutiert über diesen ersten Satz, und ich habe darauf bestanden, dass das so bleibt, weil es war so ein bisschen go big or go home. Wenn man die erste Seite liest, hält man auch den Rest aus. Wenn man die erste Seite nicht aushält, ist es besser, man liest das Buch nicht. Deswegen, und es gab darüber irgendwie, es gab ganz viele Instagram-Stories, es gab ganz viele Leute, die sich echauffiert haben, andere, die es gut fanden. Es gab auch Veranstaltungen, bei denen ich wieder ausgeladen wurde. Deswegen ist es ein bisschen kurios. Aber so ist der Wenger und so funktioniert diese Figur. Und er ist ein Gescheiterter, er ist so Mitte 50, und er merkt, irgendwie haben sich die Zeiten geändert, aber offensichtlich ohne ihn. Er hat es nicht so richtig mitbekommen, er weiß auch nicht genau warum. Er ist so der Typ, darf man jetzt gar nichts mehr, und es war doch alles nicht so schlimm und so. Das heißt, er ist durch und durch so ein reinrassiger Sexist, der es aber nie bös gemeint hat und der immer so sich durchgewurschtelt hat mit Humor, mit Augenzwinkern. Und er wird das ganze Buch über eigentlich nie an den Pranger gestellt, sondern er wird sehr ambivalent gezeichnet. Man kann sich sein eigenes Bild machen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Man weiß, er ist so sozialisiert, er kennt es nicht anders. Aber er merkt jetzt plötzlich, tun sich überall nur noch Wände auf, wo vorher irgendwie so die große Freiheit war. Und die Frau hat sich von ihm getrennt, hat ihn ersetzt gegen einen Jüngeren, der noch dazu Fitnesstrainer ist und ein Schweizer. Und vegan. Ja, und die Kinder sind ihm fremd, die sind Teenager, und er hat es einfach verpasst, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. In keinerlei Weise wurden diese Kinder jemals irgendwie schlecht behandelt oder misshandelt, aber es gab auch keine so wirkliche familiäre Nähe. Er hat sich einfach in erster Linie um sich selber gekümmert. Man sieht das auch ganz kurz ein bisschen so in der Beziehung zu seiner Schwester. Und ich muss gestehen, dass
alle Leute den Wenger immer viel lieber mögen als ich. Also alle waren immer so, ja, aber der Wenger, und man will ihn irgendwie auch umarmen und man will auch irgendwie ihn tätscheln und sagen, ist schon gut, geh sterben. Aber im Endeffekt finde ich ihn sehr schwierig und eigentlich alles, was er macht, nicht in Ordnung. Mhm. Und interessanterweise haben sich ganz viele LeserInnen an ihm einfach so aufgerieben. Man mag ihn irgendwie, aber gleichzeitig weiß man, was er macht, ist eigentlich verkehrt. So viel zum Wenger. Und so funktioniert er. Und jetzt, ich hoffe auch, dass niemand aufsteht und geht. Auch das ist bei diesem ersten Satz passiert. Aber jetzt habe ich so viel über diesen ersten Satz gesagt, dass ihn hoffentlich einfach niemand mehr schlimm findet. Und er geht so. Es ist 11.23 Uhr und Wenger versucht, sich zu Sturm der Liebe einen runterzuholen. Er schaut zu der blonden Schauspielerin, sein Schwanz rührt sich nicht. Er wartet, bis die dunkelhaarige Schauspielerin ins Bild kommt, sein Schwanz rührt sich nicht. Aus der Unterhose hängt er, unter dem T-Shirt lugt er hervor, zwischen Bauch und Gummibund, ein schlaffes, häutiges Ding. Kaum zu glauben, dass es ihm so viel Ärger eingebracht hat. Auf dem Bildschirm ist jetzt der Typ zu sehen, der dieses Siegerlächeln mit viel Zahn hat. Ein typischer Macher. Wenger fragt sich, ob er auch so ein Lächeln hatte, als er noch ein Macher war. Damals hat er keine Vorlage gebraucht, um zu wichsen. Da stand er unter Strom und griff sich bei jeder Gelegenheit in die Hose. Oder die Frauen nahmen das in die Hand und da fällt ihm Valerie ein. An sie hat er lange nicht gedacht. Valerie mit der Lücke zwischen den Schneidezähnen und dem großen Leberfleck auf dem linken Oberschenkel. Sie benutzte immer Babyöl, so viel davon, dass es glitschte und schlatzte, eine Wonne, bis rauf ins Hirn. Das Kopfkino, in das Wenger eingetaucht ist, beeindruckt seinen Penis nicht im geringsten. Wenger knetet ihn und schnaubt. Er hat keine Kontrolle mehr. Da ist es nur konsequent, dass auch sein Körper ihm nicht gehorcht, weil nichts, wirklich gar nichts, so läuft, wie Wenger es will. Er packt seinen nutzlosen Schwanz ein, lässt den Gummibund der Hose schnalzen und schaltet den Fernseher aus. Im selben Moment klingelt sein Handy. Gedämpft hört sich das Klingeln an, trotzdem nah. Er hebt hastig die Kissen hoch, die Jogginghose mit dem großen Soßenfleck, die Zeitungen. Ja? Max, alter Freund, was geht? Sebastian, seufzt Wenger und fragt sich, wieso er rangegangen ist. Er hat doch gesehen, dass sein Agent anruft. Das ist ja kein Festnetz wie damals, als das Abheben russischem Roulette glich und man nie wissen konnte, wessen Stimme einem ins Ohr schießen würde. Hast du den Umzug überstanden? Sorry nochmal, dass ich dir nicht helfen konnte. Ich war... Lass gut sein, schneidet Wenger ihm das Wort ab, sagt dann nichts mehr. Na jedenfalls, setzt Sebastian neu an. Woran arbeitest du? Hast du schon die Short Story geschrieben für die Anthologie zum Thema Frauen und Flucht? Könnte ein vielbeachtetes Ding werden. Ich habe auf der Messe in Leipzig einen Termin mit... Ich bitte dich, unterbricht Wenger ihn erneut. Aber im selben Moment geht ihm die Energie verloren. Er weiß nicht, wie er weitermachen soll mit diesem Satz, mit dieser Freundschaft. Ich brauche deinen Text bis Ende März. Walser ist vielleicht dabei und eventuell Kehlmann. Frauen und Flucht, hat dir jemand ins Hirn geschissen? Max, das ist eine wichtige Sache. Was könnte ich dazu denn schon liefern? Ich kenne mich damit so gut aus wie mit Gebärmutterhalskrebs. Außerdem, was soll der Schmarrn? Frauen und Flucht und dann schreiben darüber nur Männer? Ich sehe die Feministinnen bereits im Quadrat springen und ihre brennenden BHs schwenken. Sebastian lacht laut. Wenger stimmt nicht ein, weil er das nicht als Scherz gemeint hat. Apropos, hast du die Debatte mitbekommen um Emma Watson? Fragt Sebastian. Die macht doch einen auf Feministin, hat aber gerade ihre Titten auf einem Magazincover gezeigt. Nein. Bist du am PC? Ich schicke dir den Link. Wenger lässt den Blick durch sein Wohnzimmer schweifen. Türme aus Kartons, Wäsche, Haufen, leere Pizzaschachteln, Ginflaschen, eine vertrocknete Pflanze, einzelne Zeitungsblätter. In einer der Kisten muss sein Laptop sein. Nein. Es sind aber sehr schöne Titten. Nein, ich werde dafür nichts schreiben. Max. Sebastian schlägt jetzt einen wattigen Ton an, weich, verständnisvoll. Hör zu. So eine kleine Kreativpause wirft doch einen wie dich nicht aus der Bahn. Jeder hat das von Zeit zu Zeit. Ist völlig in Ordnung. Keine Sorge, okay? Mit der Short Story kannst du wieder durchstarten, ein bisschen die Muskeln lockern, neuen Schwung finden. Hast du dir das Exposé angesehen, das ich dir gemailt habe vor meinem Umzug? Vor über 2 Monaten, Sepp.
Und die Figurenskizzen? Ja, natürlich, das könnte was werden. Ist gut, dass du am Ball bleibst und es ist ja ein Entstehungsprozess, nicht wahr? Du findest es also scheiße. Das habe ich doch gar nicht gesagt. Ich kenne dich. Seit 25 Jahren denkst du, ich könnte nicht jeden Furz von dir deuten. Wenger knallt den Frust in seine Stimme. Ihm wird heiß und vielleicht zittert die Hand, mit der er das Handy hält, ein wenig. Der Zorn legt einen Rahmen um sein Blickfeld, trübt ihm die Sicht. Er ist nicht irgendwer. Er hat es nicht verdient, dass Sebastian ihn monatelang auf eine Rückmeldung warten lässt, die dann nicht einmal eine richtige Rückmeldung ist. Dass er ihn abspeist mit Floskeln und diesem Lachen, das klingt wie Spott. Eine Witzfigur bin ich für dich, zischt er. Verdammt, Sepp, ich schreibe keine Kurzgeschichten. Diesen intellektuellen Metascheiß über flüchtende Frauen kaufen vielleicht 300 Leute. Und die Hälfte davon sind traurige, ungefickte Sozialarbeitsstudentinnen mit Ökosandalen. Wenn das alles ist, wozu mein Name noch taugt, dann schneide ich mir jetzt gleich die Pulsadern auf und du kannst live dabei sein. Nun mach doch nicht gleich so ein Drama. Du hast mich hofiert, als ich noch dein Goldesel war, den du melken konntest. Und kaum lief es nicht mehr so gut, hast du mich fallen gelassen wie ein angeschneuztes Taschentuch. Das ist doch nicht wahr. Ich vertrete dich immer noch. Und streng genommen melkt man einen Goldesel nicht. Das Gold kommt aus dem A. Es kommt von da, wo du mich lecken kannst, sagt Wenger und legt auf. Er würde das Handy gern an die Wand werfen, es krachen hören, es zersplittern sehen. Er unterdrückt den Impuls, das scheiß Ding hat 700 Euro gekostet. Als man noch den Hörer auf den Apparat knallen konnte, war der Effekt definitiv befriedigender. Er lässt das Smartphone auf die Umzugskiste plumpsen, die ihm als Couchtisch dient, zwischen Apfelputzen und Werbeprospekte. Es klingelt erneut. Wenger schaut auf das Foto von sich und Sebastian auf dem Display. Sie haben gerötete Gesichter von der Sonne oder vom Champagner. Im Hintergrund ein halbes Segelboot und ein Stück vom Meer. Es muss Jahre her sein. Er hat die Yacht verkauft, damit Patricia sie nicht bekommt nach der Scheidung und er vermisst sie. Er drückt den Anruf weg, starrt weiterhin auf das Handy. Ein paar Minuten später denkt er, dass Sebastian es wenigstens einmal noch hätte versuchen können. Da hört er den Schlüssel in der Tür, schon kommt Elisabeth herein. Eine Wolke aus rot gefärbtem Haar, Tropfen aus Schnee darin, konzentrierte Fröhlichkeit. Na, ruft sie munter, geht's dir gut? Sie bringt kalte Luft, zwei Einkaufstaschen und ein Lächeln mit, das Wenger ihr aus dem Gesicht boxen möchte. Du schon wieder, raunzt er sie an. Ihrem Grinsen kann sein Grant nichts anhaben. Er weiß, sie hat damit gerechnet. Sie ist gewillt, seine üble Laune zu ertragen und das ärgert ihn noch mehr. Wenger sehnt sich jetzt sehr nach seiner Hose. Aber sie vor seiner Schwester anzuziehen, wäre ein falsches Statement. Sie würde lachen und ist doch nichts, was ich nicht schon mal gesehen hätte, sagen. Und dann stünde so vieles im Raum. Dass sie nackt gemeinsam gebadet haben, als sie noch Kinder waren. Dass eine derartige Intimität bei erwachsenen Geschwistern nicht angebracht ist, aber auch, dass Elisabeth keinen Mann hat, bei dem sie hinschauen könnte. Und Wenger erträgt all das Ungesagte nicht. Da kann man ja kaum noch atmen, wenn einem die Luft so abgeschnürt wird von dem, was man nicht fühlen will. Sie wedelt mit einem Packen Post in der Luft herum, sieht sich nach einem Platz um, wo sie ihn hinlegen könnte. »Hab ich aus deinem Briefkasten geholt«, sagt sie, und schält sich aus dem Wintermantel. Steht aber noch der alte Name drauf. Die Post legt sie auf den wachsenden Haufen aus Werbeprospekten und Zuschriften, den Wenger sich noch kein einziges Mal angeschaut hat. Wozu auch? Nichts davon kann an ihn adressiert sein. Er hat das Namensschild auf dem Briefkasten nicht ausgetauscht. Denn was taugt ein Versteck, wenn man außen hinschreibt, hier bin ich? Weiß ich, entgegnet er, lass das so. Seine Schwester zuckt mit den Achseln und fragt nicht nach. Das ist nur für den Übergang, hat er am Anfang gesagt und geglaubt hat er es auch. Nur ist es inzwischen so, wie fast immer im Leben, dass der Übergang länger dauert als geplant und irgendwie nicht mehr aufhört. Elisabeth schleppt die Einkaufstaschen in die Küche, er hilft ihr nicht. Er gibt ihr auch kein Geld, obwohl er davon wesentlich mehr hat als sie.
Schließlich arbeitet sie als Integrationslehrerin und er kann sich nicht vorstellen, dass sie viel verdient. Nebenbei engagiert sie sich bei der Diakonie ehrenamtlich. Sie muss sich halt irgendwie beschäftigen. Die Tage sind lang und die Winter erst recht. Wenger hofft, dass Elisabeth bald das Geld ausgeht und der Wille, ihm zu helfen, auch. Er kann schlecht umgehen mit dieser Art der Zuwendung, hinter der so viel eigene Bedürftigkeit steckt. Ich habe die Schokolade gekauft, die du so gern hast, ruft sie aus der Küche und sie bräuchte gar nicht zu schreien, die Wohnung ist ja nicht groß. Sie taucht im Türrahmen auf und wedelt mit zwei Nougat-Tafeln, immerzu wedelt sie mit irgendwas. Wenger gießt sich einen neuen Gin Tonic ein. Er sollte jetzt Danke sagen. Sie wartet auf ein Danke, er sieht es in ihrem Gesicht. Sie schaut ihn so direkt an. Er nickt. Elisabeth legt ein Lächeln über ihre Enttäuschung. Das kann sie, das ist sie gewohnt. Das macht sie schon ihr ganzes Leben lang. Sie dreht sich um, packt weiter die Einkäufe aus. Ich habe dir Gulasch gekocht, ruft sie, und Reisfleisch und Sellerieschaumsuppe. Ist wieder alles beschriftet. Er hört, wie sie die Plastikbehälter in den Kühlschrank schiebt. Auf jedem klebt ein kleiner Zettel mit ihrer sorgfältigen, runden Schrift. Manchmal malt sie kleine Herzen oder Smileys dazu und dann schafft er es kaum, das Essen runterzuschlucken, weil so viel in ihm aufsteigt. Ich mag keinen Sellerie, sagte Wenger. Elisabeth packt die leeren Tupperdosen ein, die in der Küche rumstehen, er hat sie nicht mal abgewaschen. Sie kommt ihm entgegen, schnauft erschöpft. Er sollte ihr einen Kaffee anbieten, sie fragen, ob sie sich setzen will. Er sollte mit ihr reden. Nächstes Mal packe ich dir Palatschinken, die kannst du als Frittaten essen, sagt sie. Dazu mache ich dir eine gute Rindsuppe. An ihren Zähnen ist ein bisschen Lippenstift. Als Wenger das sieht, rührt es ihn und diese Rührung macht ihn aggressiv. Bin ich dein neues Betreuungsobjekt, giftet er, oder dein Ersatzkind, weil du keins kriegen hast können? Für einen Augenblick zuckt ein alter Schmerz durch ihre Augen und ihm ist klar, dass er sie dort getroffen hat, wo er sie treffen wollte. Gut fühlt es dich trotzdem nicht an. Du bist mein Bruder, sagt sie. Du tust, als wäre ich ein halb verrecktes Tier, das du aufpäppeln musst, weil es sich was gebrochen hat. Dein Herz ist gebrochen, entgegnet sie ohne Ironie. Wenger macht ein ächzendes Geräusch. Er hat nicht gefrühstückt und jetzt ist er betrunken. Er möchte sich hinsetzen und das Gesicht in die Hände legen, doch es besteht die Gefahr, dass er dann anfängt zu weinen. Das freut dich doch, zischt er. Endlich bin ich wieder der Schwächere, der dich braucht. Elisabeth zieht die Schultern hoch und lässt sie wieder fallen, als könnte sie seine Worte abschütteln. Sie greift nach ihrem Mantel und schlüpft hinein. Jetzt stehst du nicht länger in meinem Schatten, setzt er hinzu, in der Hoffnung, dass sie mit ihm zu streiten anfängt. Er würde sehr gern streiten, herumschreien, die Tür hinter ihr zuknallen, Dampf ablassen, diese hitzige Leere spüren, in die sich sofort ein bisschen Reue mischt nachher. Weil ich nicht mehr auf der Sonnenseite des Lebens bin, macht er weiter und findet das Wortspiel recht gelungen, aber er merkt, dass Elisabeth seine Provokationen abprallen lässt an ihrer Fettschicht, an ihrer Gutmütigkeit, ihrer Nachsicht. Ich hab's eilig, sagt sie. Beim alten Steiner schaut's nicht gut aus. Ich fahr zu ihm, damit wer da ist, wenn er stirbt. Wenger bleibt der Mund offen stehen. Die Gehässigkeiten fallen ihm ungesagt von der Zunge. Jetzt hat sie den Streit gewonnen, ohne überhaupt gestritten zu haben. Im Vorbeigehen tätschelt sie seinen nackten Oberarm. Die Berührung fühlt sich rau an. Er würde gern wissen, ob sie noch so riecht wie früher. Die Tür fällt ins Schloss. Wenger zieht seine Hose an, kratzt an dem eingetrockneten Fleck. Es ist sehr still. Er setzt sich aufs Sofa. Der Stapel mit der Post fängt an zu rutschen. Die Prospekte gleiten auf den Boden. Wenger sieht zu, versucht nicht, sie aufzuhalten. Obenauf liegt ein kleiner weißer Umschlag mit Handschrift. Wer schreibt denn heutzutage noch Briefe? Wenger nimmt ihn, dreht ihn um. Es steht kein Absender darauf, adressiert ist er an Albert Trattner. Das ist der Kerl, der vor ihm hier gewohnt hat.
Wenger sieht sich um, als würde er beobachtet, reißt den Brief dann auf. Das Ratschen ist laut wie ein Vorwurf und Wenger weiß, dass er nicht tun sollte, was er da tut. Die Post eines anderen zu lesen, sollte man sich zweimal überlegen. Man weiß ja nie, was einen da erwartet. Wenger ist so alt, dass ein Brief noch Bedeutung hat für ihn, weil es ein echtes Schriftstück ist, in das jemand Worte eingewebt hat und das Tage gebraucht hat statt Sekunden, um anzukommen. Aber die Neugier siegt über den Respekt. Zwei einzelne Blätter. Die Schrift ist gleichmäßig, leicht nach rechts geneigt, an manchen Stellen seltsam verschoben, als hätte die Hand gezittert. Er sieht ans Ende, es gibt keine Unterschrift. Dann liest er die Zeilen und ein Gewicht legt sich auf seine Brust, drückt ihm auf die Haut und auf die Rippen, bis er kaum noch Luft bekommt. Er ist zu überrascht, um sich zu schützen. Es zerrt in ihm, genau dort, wo die Menschen ungern hinschauen, weil sie da nicht sehr schön sind. Als er den Brief sinken lässt, kann er vor Erregung nur langsam und flach atmen. Es ist absurd und merkwürdig, vielleicht sogar bedenklich, aber jetzt steht er, sein Schwanz. Jetzt steht er. So, bevor wir zum Brief kommen, es ist wirklich eine sehr detaillierte Beschreibung von Wenger, der sich dann trotzdem im Laufe der Geschichte entwickelt. Und das erklärt vielleicht auch so manche Sympathie für ihn. Also man mag ihn nicht vielleicht, aber man hat Mitleid mit ihm, denn er ist ja irgendwie eine bemitleidenswerte Person. Er ist ja auch durch die Beziehung, die zerbrochen ist, natürlich auch, weil er keinen Erfolg hat, ist er ganz heruntergekommen. Er ist Alkoholiker, er macht keinen Sport mehr, er ist sehr frech zu seiner doch so lieben Schwester. Was mir im Roman aufgefallen ist, du arbeitest sehr viel mit Klischees, die du dann später aufräumst. Und beim Wenger haben wir immer diese zwei Gesichter. Wie entsteht so eine Persönlichkeit? Ja, das Witzige am Wenger ist, dass der Wenger ja existiert. Es gibt ihn überall. Es gibt ihn sicher auch hier. Mhm. Es gibt ihn in jedem Land und in jeder Branche. Und kurioserweise haben mich so viele Frauen vor allem angesprochen, gesagt, ich kenne auch so einen, jeder kennt ihn. Also er ist eigentlich eine reale Figur in einer fiktiven Erzählung und deswegen war er gar nicht schwer zu schreiben, weil diese Männer, wie du sagst, manches ist klischiert, aber sie sind so Stereotyp und sie funktionieren so. Und man weiß auch warum und man kann ihnen vielleicht, weil es bemitleidenswert ist zum Teil, man kann ihnen manches verzeihen. Aber ich wollte das gleichzeitig kontrastieren mit dem jetzigen. Deswegen gibt es auch als Gegenstimme seine viel jüngere Tochter, mhm, die irgendwann sagt, so Leute, jetzt ist aber Schluss. Also jetzt sind wir in einer Zeit angekommen, wo das nicht mehr geht so. Und mhm, er ist halt irgendwie eine arme Sau. Man merkt, alles, was ihm immer so leicht zugeflogen ist, ist irgendwie weg und alle seine Fälle schwimmen davon und er versteht aber nicht, warum. Er versteht nicht, wie viel Schuld er selber daran trägt und was er ändern müsste. Er kann es nicht. Es ist für ihn schlicht und ergreifend zu spät. Und ich fand aber auch sehr interessant, wie Männer auf dieses Buch reagiert haben und wie unterschiedlich vor allem junge und alte Männer reagieren. Mein Vater zum Beispiel ist ein klassischer Wenger und der hat das Buch schon gelesen, als es noch ein Manuskript war. Und er hat es in, glaube ich, 2 Tagen oder so durchgelesen und er hat gesagt, du stellst uns nicht in ein sehr gutes Licht, aber du hast vollkommen recht. Mhm. Ja, und also was auch sehr viel, also was für mich eigentlich der Hauptkern des Romans ist, ist eigentlich eben diese sexuelle Gewalt, auch die sexuelle, verbale Gewalt gegen Frauen und auch natürlich Victim Blaming, was ja auch später dann passiert. Wenger ändert sich trotzdem durch eine Situation, die wir nicht verraten wollen, wo er aber trotzdem auch als Macho reagiert drauf, ne? Aber trotzdem denkt man, da ist was passiert. Es gibt Entwicklungen bei ihm, oder? Jein, man kann es so oder so sehen. Die Frage ist diese Entwicklung ausreichend? Hat er wirklich was verstanden?
oder nicht. Mhm. Ja, und das ist vielleicht dann auch die Frage, die sich viele Männer, die das Buch lesen, sollen sie lesen, stellen können, ob sie wirklich ja, diese Entwicklung überhaupt bereit sind zu machen, ob sie sie überhaupt begreifen. Denn das finde ich sehr interessant im Buch, dass eben das, es ist nicht schwarz-weiß. Also wäre Wenger nur einfach ein Bösewicht, ein der Frauen, was er ja macht, er braucht, verbraucht und missbraucht Frauen. Aber trotzdem ist er ja, was wir vorher schon gesagt haben, eine armselige Person. Und ja, irgendwie hat man doch die Hoffnung, dass er was lernt, vor allem eben durch seine Tochter. Und das finde ich auch eine sehr interessante Protagonistin in diesem Roman, weil man, als man sie kennenlernt, ist sie einfach so ein Teenager, der ja so eben wie halt die Teenager sind. Und da wird auch ja wieder mit Klischees gearbeitet, aber dann merkt man, wie sehr sie verwundbar ist, verletzlich ist und sich auch nicht wehren kann, nicht gegen diesen Vater, der sich ja nicht um sie kümmert, nicht gegen die Mutter, die wirklich eine ganz besondere Persönlichkeit ist, also Patricia Trixie ist so ein Instagram-Star, sie ist wunderschön und sie hat ja auch dann diesen, sie ist Mitte 40 oder Anfang 40, diesen 29-jährigen Liebhaber aus der Schweiz und der wohnt dann mit ihr und den jugendlichen Kindern. Und eigentlich möchte sie nur eins, das ist, dass ihre Tochter genauso wird wie sie. Und das finde ich auch interessant, so welches Bild vermitteln die Eltern ihren Kindern. Hier ist es natürlich total überspitzt, also ich kenne jetzt keine, so, es gibt viele Wenger, aber ich kenne jetzt nicht viele Trixies, also muss ich ehrlich zugeben. Wie ist diese Person entstanden, die ja wirklich dann eigentlich sehr viele Ähnlichkeiten hat mit Wenger, also die Trixie, die Patricia, die Mutter, aber auch dann natürlich auch ganz anders ist. Aber irgendwie ist es diese Generation, ist es ein Vorwurf an diese Generation? Was ich sehr lustig finde, weil du vorhin gefragt hast, was ist autobiografisch, es gab tatsächlich im Buch zwei Szenen, da habe ich ein bisschen was nacherzählt, was so meine eigenen Eltern, meine Mutter zu mir gesagt hat. Und es sind zwei Szenen, die sind später rausgefallen im Lektorat, weil der Verlag gesagt hat, niemand redet so mit seinen Kindern. Und Patricia war tatsächlich in meinem ersten Entwurf noch viel verschärfter. Also wir mussten das entschärfen. Und ich fand das sehr lustig, weil ich dachte so, das Einzige, was tatsächlich jemals passiert ist, ist in diesem Roman nicht mehr drin. Diese Eltern, die, das ist auch so ein Fall von, die meinen das nie böse. Die haben diese Kinder bekommen und alle haben so miteinander oder nebeneinander hergelebt, aber es gibt keine richtige enge Beziehung. Und die Frage, die sich halt dann so stellt, die sich durch den ganzen Roman zieht, ist die Frage, ab wann ist irgendwas Gewalt? Also ab wann definieren wir etwas als Gewalt? Ist das, was der Wenger ständig macht, ist es schon Gewalt? Ist dieser leichte Alltagssexismus, diese blöden Sprüche, ist es Gewalt? Oder ist es erst dann, es passieren ja auch andere Dinge, ist es erst dann Gewalt, wenn man sagt, jetzt ist es ein Strafbestand, jetzt kann man sagen, so hier sind meine Wunden, ich kann es beweisen. Also wo fängt es an? Und das zieht sich auch durch diese Familie. Die Frage, waren denn diese Eltern in irgendeiner Form gewalttätig und ist diese Gewalt vielleicht einfach nur diese Gleichgültigkeit, diese Vernachlässigung oder auch dieser Wille, die Kinder in eine Form zu pressen, in die, die gar nicht hinein wollen. Gleichzeitig ist es aber alles so normal. Alles ist komplett normal. Selbst dieser Sexismus, dem wir all jeden Tag begegnen, als auch dieser Umgang in der Familie. Es ist einfach nur eine gewisse Art von Lieblosigkeit. Und ich glaube, dass ganz viele Familien so sind und dass es niemand so richtig wahrnimmt als Gewalt. Und ich will diese Frage auch gar nicht beantworten. Ich erzähle eine Geschichte. Aber natürlich sind es so Abstufungen, wo man sich denkt, ist denn jetzt eigentlich der Wenger als Vater schlimmer oder die Mutter, die sich ja offenkundig eigentlich sehr wohl um die Kinder kümmert, aber halt auf eine sehr seltsame Art. Und natürlich ist alles sehr ironisch und sehr zynisch. Also es ist
ein österreichisches Buch, es ist ein österreichischer Basishumor drin, das habt ihr jetzt auch schon im ersten Kapitel gemerkt. Es ist sehr böse, es ist sehr fies und vieles ist auch mit einem Augenzwinkern erzählt und soll natürlich einfach ein bisschen anstupsen, nachzudenken über dieses Gefälle, das wir haben, wo wir sagen, jetzt und vor allem zu dieser Frage auch, mir sind ganz viele Leute begegnet, die Feedback gegeben haben, die gesagt haben, das Schlimme beim Lesen war, dass ich mir so oft gedacht habe, ja, ist das jetzt wirklich so tragisch, was regen die sich so auf? Und mir dann überlegt habe, warum finde ich das eigentlich normal? Mhm. Und dann haben sie gesagt, haben sie gemerkt während der Lektüre, wir haben so viel davon verinnerlicht, das ist okay, weil alle so sind und uns fällt gar nicht auf, dass es aber sehr wohl eine Form von Gewalt ist. Und dass man, deswegen, dann habe ich irgendwann Gänsehaut bekommen, weil ich dachte, so eigentlich muss ich an mir selbst arbeiten und an meiner Einstellung und vielleicht auch viel öfter Stopp und Nein sagen, statt immer so das zu akzeptieren, ja okay, ist halt so. Es ist eigentlich nicht okay. Ja, und das merkt man ja sehr gut an der Figur von der Zoe, die ja auch, ja eigentlich ja in einem, wie du sagst und wie du schreibst, in einem wohlbehüteten Heim aufwächst. Sie sind sehr reich, sie sind wohlhabend. Sie bekommt immer die Geschichten erzählt von ihren Eltern, die sehr arm waren. Und sie stellt sich die Frage, ja, okay, ist das schlimmer als das, was ich jetzt habe? Und eigentlich wehrt sie sich nur irgendwie gegen ihre Mutter. Aber auch also verbal, dass sie eben ein Gespräch unterbricht und wirklich ein, zweimal frech wird, weil sie nicht das gleiche Bikini anhaben möchte, wo dort steht und bei der Mutter Masa. Das sind diese Überspitzten, wo man sich dann wirklich totlacht, aber eigentlich hat man ja auch sehr viel Mitgefühl, also man leidet, nicht mit Leid, dass er einem leid tut, sondern dass man das empfindet und dann kommt sie ein paar Mal, also die Beziehung oder die Nichtbeziehung mit Jonathan. Das ist für mich auch so ein Schlüsselerlebnis, einfach wie, das ist sexueller Missbrauch, aber sie merkt es eigentlich nicht, weil sie verliebt in ihn ist. Und auch natürlich dann die Szene mit dem Fotografen, wo sie auch später nach diesem Gewaltszene nicht richtig weiß, damit umzugehen, sich nicht traut, sich dagegen zu wehren. Und auch das ist ein Problem, weil wir jungen Frauen das Werkzeug nicht mitgeben. Mhm. Wir geben ihnen nicht mit, wie man damit umgeht. Wir sagen, ist doch nicht so schlimm, ist doch nichts passiert. Und vor allem auch diese Nichtbeziehung zu diesem Typ, in den sie verliebt ist, auch das wird ständig jungen Frauen vermittelt. Ja, die Männer, die Jungen können sich nicht entscheiden, die haben halt so dies, das und so, das ist ganz normal, die legen sich nicht fest. Und es wird immer vermittelt so, dass die Männer sich das alles herausnehmen und die Frau eigentlich zurückweichen muss. Und sie, also so ist meiner Meinung nach ja die eigentliche Heldin des Buchs. Mhm. Und sie ist diejenige, die sich emanzipiert, die dann irgendwann sagt, so, Schluss mit dem ganzen Bullshit, ja, mit mir nicht. Mhm. Und natürlich, deswegen ist sie im Roman die Gegenstimme zu ihrem Vater. Mhm. Und der Witz an dem Ganzen ist, dass der Inhalt so parallel ist. Also er ist sozusagen vereinfacht gesagt der Gewalt ausübt und sie diejenige, der Gewalt geschieht und beides aber voneinander nicht wissen. Mhm. Und es so parallel läuft und eigentlich irgendwie tragisch ist, aber es gibt ja diese Kommunikation nicht, es gibt die Verbindung nicht. Mhm. Es gibt aber eine Verbindung zum Bruder und die finde ich sehr schön. Also ja. Das ist ja so eine schöne Beziehung. Der Bruder ist ein, zwei Jahre jünger als Zoe, der Spin. Und ja, da ist, also die zwei finden Halt beieinander. Und das ist jetzt keine große Kommunikation mit vielen Worten, aber dann merkt man, da ist diese Verbindung da, die sie seit der Kindheit haben. Und man kann nur sagen, gut, dass die beiden sich haben, dass die Eltern zwei Kinder bekommen haben, nicht nur eins. Denn Zoe war ja eigentlich auch nicht geplant. Ne? Und ja, wie dieses sich verstehen und dem anderen Halt geben, das ist dann auch ein Gegengewicht und das ist auch dann ein Mann, der ein positives Bild zeichnet. Es ist wirklich, Spin ist ein sehr einfühlsamer Mensch, ein sehr verletzlicher, aber trotzdem steht er mit zwei Füßen auf dem Boden
und auch seine Beziehung ist schwierig, also nicht für ihn, aber auch für ihn, denn er fragt ja, kann ich lieben, bin ich überhaupt fähig zu lieben, all diese Fragen und ja, diese Beziehung, die ist eigentlich, die ist ja auch in dunkelgrün, fast schwarz, haben die auch diese herzliche Beziehung unter Geschwistern und ist das auch hier die Absicht gewesen, aber einen jungen Mann zu zeigen, der kein Wenger ist. Also da, ich finde es sehr schön, dass du das sagst und hervorhebst. Ich habe so um diese Beziehung gekämpft. Die sollte eigentlich rausfliegen. Also diese Szenen, es hieß immer, das ist nicht handlungsrelevant. Ich habe gesagt, es ist mir egal. Ja. Es ist so relevant, weil man braucht einen Anker. Es passieren so viele schlimme Dinge in diesem Buch. Und ich muss auch erzählen dürfen, dass es trotzdem die Liebe gibt. Es gibt sie woanders, als man vielleicht vermutet, aber es gibt sie. Und es gibt sie auch, wenn die Eltern vielleicht kein gutes Vorbild waren. Und auch es war sehr wichtig, mir zu erzählen, dass diese irgendwie so halb kaputten Jugendlichen trotzdem in der Lage sind, so eine Stabilität, eine emotionale zu bauen und zu leben. Und auch bei Dunkelgrün, dass es unbedingt ein bisschen Licht zumindest ja. geben muss. Es ist sowieso alles sehr düster und ja, tragisch, traurig. Deswegen habe ich nicht nachgegeben und ich habe mich auch später so gefreut, weil viele Leute geschrieben haben, zum Beispiel an dieser Szene, als sie dann am Meer sind und ja. gemeinsam gesagt, ich habe an dieser Stelle geweint und ich dachte nur so, ja. Ja, ja, das ist auch wirklich sehr, sehr berührend. Und vielleicht sollen wir jetzt den ja, dann machen wir das jetzt, kommt jetzt. Aber dann machen wir jetzt lieber die Szene mit Zoe. Jetzt haben wir so viel über Zoe gesprochen, dann, oder? Wir haben jetzt viel über Zoe gesprochen. Tatsächlich oder? Sieht man jetzt eigentlich alles, was du jetzt gerade erklärt und erwähnt hast, ganz gut in dieser kurzen Szene. Es ist auch das erste Kapitel von Zoe. Ich lese immer nur Sachen von ganz vom Anfang. Ich glaube, es geht gar nicht weiter als Seite 38. Und man lernt sie zuerst wirklich so ein bisschen kennen als leicht verwöhnten Teenager. Man denkt sich so, check your privilege, was ist dein Problem? Mhm. Und merkt aber dann schon im Laufe der Zeit, es geht viel tiefer. Und die Mutter hat Geburtstag ja. am Anfang. Oh, ja. Und alle Kapitel von Zoe haben eine Überschrift mit einem Hashtag und diesen Hashtag versteht man eigentlich immer erst, wenn man das Kapitel fertig gelesen hat. Das heißt, ihr müsst euch das jetzt gut merken und am Ende denkt ihr nochmal an diesen Hashtag und sagt dann so, ah, genial. Der Hashtag lautet Party Hard. Ziehst du das Kleid an, das ich dir gekauft habe? Nein. Mama dreht sich um und sieht mich erstaunt an. Das hat sie nicht erwartet. Ihre Party, ihre Wünsche. So ist das in ihrem Kopf. Ich sehe darin aus, als wäre ich nackt. Ach Blödsinn. Nude-Töne sind total angesagt. Wir hatten auf MeToo gerade einen Beitrag über Pastellfarben. Das ist mir egal. Ich ziehe es nicht an. Sie macht die Schnute, drückt das Kleid an sich. Dann behalte ich es eben selbst, sagt sie. Kannst es ja als Nachthemd anziehen. Jetzt wird sie gleich sauer. Ich sehe es in ihrem Gesicht. Die Falte zwischen ihren Augen verfügt über verschiedene Tiefengrade. Ich kenne das Spiel ihrer Brauen und Mundwinkel. Nicht nur lesen kann ich ihre Launen, steuern kann ich sie auch. Ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, damit es bei ihr raufknallt, wie bei Hauden Lukas am Kirtag. Sie wieder runterzuholen ist ein bisschen schwieriger, aber auch dafür gibt es Triggerwörter und Entschuldigungen und Geschenke. Nur heute, Chloe, okay? Das wirst du doch wohl hinkriegen. Heute ist mein Geburtstag, da will ich nicht streiten. Ich könnte alles noch schlimmer machen. Sagen, dass sie das Kleid sicher bloß von einem Shooting hat, dass es wohl niemand sonst mitnehmen wollte. Aber ich schweige. Dann zwinge ich mich zu einem Lächeln. Die Leute sagen, ein Lächeln tue niemandem weh. Doch das stimmt nicht. Ach, sie zupft an den kurzen Haaren hinter meinem linken Ohr. Schade um deine schönen Locken, du warst so hübsch. Sie legt die Hand auf meinen ausrasierten Nacken, der bis vor 2 Tagen noch bedeckt war von einer üppigen, blonden Rapunzelwelle.
Du siehst fremd aus, sagt sie. Ich sehe nicht mehr aus wie du, entgegne ich. Ihre eigenen Locken hat sie auf spezielle Wickler gedreht, damit sie voluminöser werden. Die Party beginnt in 2 Stunden. Ihre Nägel sind schon lackiert, geschminkt hat sie sich noch nicht. Sie wird besonders viel Make-up nehmen heute, da bin ich mir sicher. Das gute, teure Zeug, damit niemand merkt, dass sie jetzt 40 ist. Alle werden ihr sagen, dass sie keinen Tag älter aussieht als 29. Sie wird abwinken und lachen dabei, die Komplimente aber aufsaugen wie Atemluft. Ihr Kleid wird eng sein und zu kurz, nur einen Tick zu kurz, sodass es noch als schick durchgeht. Man könnte euch für Schwestern halten, wird der Satz sein, den ich am häufigsten zu hören bekomme. Sie wird lachen, jedes Mal, und mich festhalten, direkt neben ihr, sodass man uns gut vergleichen kann, gegen meinen leichten Widerstand drücken, ohne ein Wort zu sagen. Ich werde die Zähne sehr fest aufeinander beißen, damit mein Mund nicht aufgeht. Spin kifft im Keller. Hast du keine Angst, dass sie was riecht? Sie kommt doch nie hier runter. In den Keller schickt sie nur Barbara oder uns. Auch wieder wahr. Ich atme den würzigen Duft ein. Ich höre die Stimme von Mama, die oben mit jemandem schimpft. Die Marmeladengläser von Barbara sind ordentlich nebeneinander aufgereiht. Rhabarber, Marille, Erdbeer. Spin gibt mir den Ofen, ich nehme einen Zug, behalte den Rauch eine Weile im Mund. Wie hat sie dich dazu gebracht, frage ich und deute auf die Fliege, die um seinen Hemdkragen gebunden ist. Das geringere Übel, sagt er, sonst hätte sie es mir wieder eine Woche lang vorgeworfen und so habe ich stattdessen einen Pluspunkt. Er nimmt den Joint aus meinen Fingern und setzt ihn an seine Lippen. Die Glut leuchtet ihm halb dunkel. Dann mustert er mein Outfit. Das ist sicher nicht das, was du heute anziehen solltest. Er hustet kurz, fängt dann an zu lachen. Ich streiche grinsend über mein schwarzes Shirt mit der Aufschrift: Bevor du fragst, nein. Ich mag deine neue Frise, sagt Spin. Danke, sage ich und fahre mit den Fingern durch die Strähnen, die über dem Undercut liegen. Es fühlt sich ungewohnt an und luftig, als würde etwas fehlen, aber auf eine gute Art. Kommt der Alte auch? Fragt Spin. Ich zucke mit den Schultern. Seit der Scheidung nennt Spin Papa den Alten. Reto nennt er den Schweizer und Mama die Schöne. Es wirkt, als wollte er emotionale Distanz herstellen, wo keine ist. Aber andere Scheidungskinder gehen Koma saufen oder lassen sich Life Sucks tätowieren, soll er sie nennen, wie er will. Bestimmt taucht er auf, sagt Spin. Er steht doch so gern im Rampenlicht. Aber wenn er kommt, werden alle über ihn reden, ihn beobachten, hinter seinem Rücken über ihn lästern, ihn mit Reto vergleichen. Wir können ja wetten, um 100 Euro. Ach, das ist langweilig. Dieser ganze Abend wird langweilig. Lass uns was anderes machen. Irgendwas Krasses. Und was? Fragt er mit amüsiertem Blick. Er sieht älter aus als 16. Mein Bruder ist ein Magnet, blond, wie Mama und ich, groß, und er hat dieses Lächeln. Manchmal bin ich weit weg, dann holt sein Lächeln mich zurück, er muss gar nichts sagen. Diese Art von Lächeln ist das. Spin ist mein Co-Pilot. Wir steuern dieses Flugzeug, das nur noch trudelt, aus dem Rauch quillt. Spin sitzt neben mir. Gleich werden wir springen müssen. So ist das mit uns beiden und seit der Scheidung noch mehr. Wir haben nur einen Fallschirm. Wir müssen uns aneinander festhalten. Ich denke mir was aus, sage ich. Ich denke mir was aus, um diese Scheißparty aufzumischen. Im Garten liegt Schnee. Mama stackst auf High Heels herum, schwankt und krallt die Finger in die Schultern der Leute, die an den Tischen unter den Lampions stehen und Champagner schlürfen. Sie wird mit Gelächter und Komplimenten empfangen. Die Aussicht auf den See ist ein Traum. Das vegane Buffet einfach toll. Wir sollten ja alle viel gesünder essen, gell? Du schaust keinen Tag älter als 29. Ein Mann wie der hält jung, nicht wahr? Überall das Gleiche, bla bla. So mancher Kerl nutzt die Gelegenheit, Mama festzuhalten, damit sie nicht ausrutscht. Sie macht sich dann los, aber sanft, fast entschuldigend. Überhaupt, das mit dem Körperkontakt, das habe ich noch nicht verstanden. Menschen sind in dieser Hinsicht schwer zu lesen.
Manche meiden ihn, andere erzwingen ihn und oft fassen sich zwei, die mal zusammen waren und die Finger nicht voneinander lassen konnten, gar nicht mehr an, als würde der Kontakt ihnen wehtun. Manchmal mag ich es auch nicht, wenn Stefan mir zu nahe kommt, aber das liegt daran, dass er der Falsche ist. Wenn Mama meinen Körper berührt, dann nur, um ihn zu kritisieren. Ein Stupser zwischen die Schulterblätter, damit ich gerade sitze. Ein Zwicken in meinen Oberarm, wenn ich noch ein Stück Kuchen nehmen will. Umarmungen gab es eher von Papa, weil er fast nie da war und sich, wenn er nach Hause kam, versichern wollte, dass wir das auch wirklich mitbekamen. Er mochte es, wenn wir ihm entgegenflogen und um den Hals fielen. Doch seit er ausgezogen ist und beschlossen hat zu verkümmern, umarmt er mich nicht mehr. Vermutlich ist ihm inzwischen egal, was ich von ihm mitbekomme. Zwei Pressefotografen habe ich gesehen und einen Kerl mit einer Filmkamera. Ich frage mich, ob Mama diese Leute extra eingeladen hat, damit sie in den Klatschspalten auftaucht, strahlend im roten Kleid, Arm in Arm mit Reto, oder ob jemand die geschickt hat. Die Magazine und Gossip-Websites sind geil auf sie und das liegt nicht an ihrem Alter, sondern an dem von Reto. In der Hinsicht hat sie alles richtig gemacht. Als Online-Medienprofi weiß sie, wie man im Gespräch bleibt. Zuerst die hässliche Scheidung, das viele Geld, die Häuser, die Sorgerechtsfrage und dann der neue Mann an ihrer Seite. Sie hat ihn auf einer Gala präsentiert auf irgendeinem roten Teppich, wo ein Blitzlichtgewitter über sie niederging. Wenn ich im Mai 18 werde, bin ich von Reto genauso weit entfernt wie sie, 11 Jahre. Sie ist 40, er 29. Es ist Liebe, hat sie in die Kameras auf dem roten Teppich gesagt. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, im Fernsehen. Eine Woche später wohnte er bei uns. Jetzt ist niemand oben, sagt Spin und legt mir die Hand auf die Schulter. Wir könnten die Bücher verstecken. Wir gehen die Treppe hinauf. Mein Zimmer, Spins Zimmer, Schlafzimmer, Gästezimmer, ein drittes Bad, noch ein Gästezimmer und Papas Bibliothek. Von unten dringt die Musik herauf, der Bass ein dumpfes Wummern. Ich streiche über die geprägten Lederbuchrücken. Spin und ich stapeln wahllos Titel aufeinander und tragen sie in mein Zimmer, wo wir sie unter das Bett schieben. Es ist das dümmste Versteck, aber ich bin mir sicher, dass niemand dort nachsehen wird. Papa steht allein draußen im Garten, wo ich ihn vermutet habe. Er lehnt am Zaun und sieht in die Dunkelheit. Er hat eine dicke Daunenjacke an, in der er fast verschwindet. So eine bräuchte ich auch. Hi, sage ich. Hi, sagt er. An seinen Pupillen sehe ich, dass er was genommen hat und da erfasst mich eine unerwartete Welle der Zuneigung. Er hätte sich wohl sonst nicht hergetraut. Auch auf der Flucht, fragt er, und ich könnte ihn fast sympathisch finden in diesem Moment. Doch dann wendet er sich im selben Augenblick ab und trinkt sein Bier aus, als wäre er an meiner Antwort nicht interessiert. So ist das mit ihm. Er ist eine Tür und ich probiere einen Schlüssel nach dem anderen. Einen ganzen verfickten Schlüsselbund habe ich und keiner passt. Nicht ein einziger. Die Glasfront, die den Blick freigibt auf das rauschende Fest, auf Mama und Reto, die gerade die vegane Torte anschneiden, haben wir im Rücken. Papa sieht nicht hin. Reto hat deine Bücher verkauft, sage ich unvermittelt. Papa fährt herum. Was hat er? Ein paar, nicht alle. Ich glaube, er wusste nicht, welche wertvoll sind. Er hat einfach mal angefangen und auf gut Glück einige versteigert. Papa starrt mich entgeistert an. Und für einen Augenblick bin ich überzeugt, dass er einfach gehen wird, dass er sich verkriechen, noch mehr trinken und traurig aus dem Fenster seiner versifften Wohnung schauen wird. Er schmeißt seine Bierflasche in den Schnee, lässt mich ohne ein Wort stehen, stapft zur Glastür, schiebt sie auf die Seite, stürmt hinein in die Gästemeute, in deren überraschtes Rufen er schnappt, dreht oder neben Mama steht und Torte isst und schlägt ihm ins Gesicht. Es geht so schnell, dass keiner reagieren kann, am allerwenigsten der Schweizer. Sein Teller zerbricht, als Reto zu Boden geht. Mama fängt an zu schreien. Das war einfacher als gedacht. Er hat nicht einmal nachgeschaut, ob es wahr ist, was ich da behaupte. Wahrscheinlich wollte er ihn sowieso schon längst schlagen. Die ganze Zeit war Papa das aufgedrehte Gas und ich war der Funken. Reto springt auf und stürzt sich auf Papa, der rückwärts in den Kuchen fällt, wie in einem Slapstick-Movie.
Es sieht lustig aus, aber ich kann nicht lachen. Ein bisschen tun sie mir leid, alle da drin, wie sie von ihrer Gefallsucht dirigiert werden und von ihrem Hierarchiedenken, das mit Geld zu tun hat und mit Titeln und Besitz. Es ist einer dieser Augenblicke, in denen ich genügend inneren Abstand habe, um klar zu sehen und das gesamte Gefüge zu erkennen, in das wir verstrickt sind. Ich wollte nicht, dass Papa und Reto sich prügeln, dass Mama einen Schreikrampf bekommt, aber ich wollte, dass alle, wirklich alle sehen können, was wir sehen, was für Arschlöcher sie sind. Was für Arschlöcher sie sind, merkt man in deinem Buch, dass es nicht nur um diese Familie geht, die außer den jugendlichen Kindern komisch ist, sondern auch die ganze Gesellschaft. Es ist auch eine Kritik an der Gesellschaft. Es ist ja auch wie Wenger als Autor, der nicht mehr gute Bücher schreibt oder Bücher schreibt, die die Menschen doch interessieren, fallen gelassen und auch in der Presse. Und ich glaube, das ist auch in Österreich mit den Krone und diese Zeitungen, die wirklich nur auf diese Promi-Bashing, also einerseits werden sie gefeiert, aber andererseits werden auch, auch niedergemacht. Und auch die Gesellschaft, also hier auf der Party merkt man das dann am besten, die nur herkommen, weil sie sich dann an Trixi spiegeln wollen. Also sie möchten da ein Teil von diesem Reichtum, von diesem Berühmtsein, von dieser Schönheit sein. Ist das auch, also wirklich auch ein gesellschaftskritischer Roman, nicht nur auf eine Familie bezogen? Ich hoffe es. Sondern auf die Bösen. Es war die Intention zumindest. Gut. Aber man soll sich ja nicht erwischen lassen bei so einer Botschaft. Ja, weil es trotzdem die vier Personen mit den Anhängseln habt, die Hauptfiguren sind, aber eben durch solche Szenen, die auch mehrmals wiederkommen, merkt man einfach, dass die eigentlich nicht alleine schuld sind, dass es eben einfach die ganze Gesellschaft ist. Und eben auch kommt ja auch die ganze MeToo-Bewegung, Gespräch, das ist ja auch dann Teil von dieser Gesellschaft, die sich dann auch spaltet. Und dann die Szene mit die Party aufmischen, was dann Zoe und Spin tun. Solche Szenen kommen noch mehrmals vor, dass sie wirklich sich auf eine überspitzte Art, was Jugendliche trotzdem normalerweise nicht tun werden, gegen ihre Eltern wehren. Und da frage ich mich ja, wie kommt man auf diese Szenen? Also das ist ja wirklich so, das Buch ist so ernst und es ist so viel Humor drin. Wie macht man das? Wobei mir kommt vor, es lache immer nur ich. Alle sind so ernst. Ich glaube, es ist tatsächlich schon auch etwas zutiefst Österreichisches. Es ist so ein sehr dunkler Humor. Also man sagt immer über uns, wir lachen erst, wenn es eigentlich schon gar nicht mehr witzig ist. Und es ist immer so eine derbe Note dabei. Es ist zum Teil sehr vulgär. Und es ist immer so ein Lachen angesichts des Schreckens. Also obwohl es schrecklich ist, zu lachen und ein bisschen dadurch auch die Macht und die Kontrolle zu behalten. Und natürlich auch, weil du sagst, es ist so überspitzt, das ist natürlich auch ein Stilmittel der Ironie, also des Witzes, aber gleichzeitig auch zu sagen, es stimmt aber, es ist alles daran wahr, es könnte alles genau so passieren, die Menschen sind so und funktionieren so und gehen so miteinander um. Und es gibt, also tatsächlich war die Ausgangsidee für dieses Buch eigentlich nur die Frage, was passiert, wenn jemand Briefe bekommt, die nicht für ihn bestimmt sind? Und er liest die und dann verändert sich was. Das war die Überlegung und ich hatte keine Ahnung, was in diesen Briefen stehen soll und warum zur Hölle sollen die irgendwas verändern? Was soll das überhaupt sein? Aber mich hat irgendwie diese Idee, dass jemand Briefe öffnet, die ihm gar nicht gehören und dann hatte ich ganz am Anfang so Briefe, die waren einfach eher so Fingerübungen. Also da stand auch nicht wirklich inhaltlich viel drin, weil ich nicht wusste, wer schreibt die und warum. Und der Wenger war sehr früh schon sehr präsent, so in seinem Unterhemd und mit seiner ganzen Geschichte. Und dann hat sich tatsächlich das Zeitgeschehen in dieses Buch gedrängt. Also ich habe
das wirklich 2017 geschrieben und es war ja wirklich 2017 im Oktober dieser MeToo-Aufschrei in Hollywood und ausgehend davon auf der ganzen Welt. Und plötzlich sind diese Briefe so wahnsinnig wütend geworden und haben auf einmal so eine eigene Stimme bekommen, aber ich habe totale Panik bekommen. Ich habe das dann so gelesen, dachte so, um Gottes Willen, wohin galoppiert das und warum galoppiert das jetzt so hin und ich bin gar nicht einverstanden. Und ich habe auf der einen Seite gemerkt, jetzt hat es plötzlich Gehalt, jetzt ergibt es plötzlich Sinn, aber ich hatte unglaublichen Schiss einfach, weil man muss dazu sagen, jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation, es sind ganz andere Dinge inzwischen passiert, aber damals war dieses Thema so heiß, dass man eigentlich nicht wirklich hingreifen wollte und man wusste nicht, wie entwickelt sich das, fällt mir das irgendwie auf den Kopf und es war wahnsinnig tabuisiert. Heute, eigentlich Gott sei Dank, 4 Jahre später, merken wir, es ist aufgebrochen, wir können, der Diskurs ist vielleicht noch nicht da, wo er sein sollte, aber wir können mehr darüber sprechen, das war damals nicht so. Und ich hatte dann das Gefühl so, entweder ich gehe da jetzt mit und dann muss es aber so richtig sein, dann muss es auch wirklich krass sein und dann darf es keine Kompromisse geben oder nicht. Aber wenn ich es nicht mache, habe ich keine Geschichte. Und deswegen sind die Briefe so, wie sie sind. Und die Briefe sind tatsächlich wie so ein Reißverschluss zwischen diesen beiden Perspektiven, also wie so die Naht, die da durchläuft. Und mein Verleger hat dann immer gesagt, die Briefe sind das Beste am ganzen Buch, was mich sehr empört, ehrlich gesagt, weil sie eigentlich immer sehr kurz sind und der Rest ist viel mehr. Und im Nachhinein bin ich sehr froh. Im Nachhinein gab es wirklich durch die Bank sehr, sehr viele positive, wichtige, emotionale Rückmeldungen, auch von betroffenen Frauen. Davor hatte ich eigentlich am meisten Angst. Aber viele haben geschrieben, ich habe endlich eine Sprache, eine Möglichkeit gefunden. Du hast sozusagen darüber gesprochen, wie es sonst nie jemand macht. Und alle diese Geschichten passieren uns ja jeden Tag. Und ich dachte dann auch, wenn ich solche Angst davor habe, wenn ich so das Gefühl habe, das ist ein Tabu, dann muss ich es genau deswegen tun. Dann muss ich genau deswegen darüber schreiben, weil nichts davon ja eigentlich erfunden ist. Und eine Frau hat sogar geschrieben, Mareike, dein Buch hat mir so geholfen. Und dann dachte ich, das möchte ich mir am liebsten irgendwo. Weil so wie es sich liest, so war es auch beim Schreiben. Ich habe unglaublich viel recherchiert über Victim Blaming, über diese ganzen Zahlen von sexualisierter Gewalt. Ich habe unglaublich viel geweint dabei. Man kann es nicht schreiben und auch nicht lesen, ohne unglaublich darin verstrickt zu sein. Das ist sehr krass und sehr heftig. Aber wie man ja auch einfach merkt, alle diese Geschichten sind überall und sie passieren die ganze Zeit und wir müssen und sollten endlich darüber sprechen und ich kann nichts anderes als schreiben. Deswegen ist das die einzige Möglichkeit, meine Stimme zu nutzen. Und das habe ich versucht. Ja, die Briefe, die sind nicht witzig, da ist kein Humor drin. Das ist wirklich ein ganz anderer Schreibstil auch. Natürlich ist die Briefform, das ergibt sich dann automatisch, es sind keine Dialoge drin, aber trotzdem es ist es sehr sensibel und am Anfang weiß man ja überhaupt nicht, wo es hinführt, bis irgendwann der Satz kommt, du bist ja nur eine Frau. Ein Satz, den sie zu hören bekommen hat und da entwickelt sich alles ganz dramatisch. Und ich freue mich jetzt, dass wir... Also ich kann jetzt nicht sagen, dass mir die Briefe am besten gefallen haben, aber mir hat dieser Stilbruch sehr gut gefallen und auch die Entwicklung. Es ist eigentlich eine dritte oder eine zweite Geschichte im Roman. Ein Roman im Roman eigentlich. Aber ja. Es ist so schön verzahnt. Ganz auch. Genau. Am Ende denkt man sich, wow. Ja. Ihr müsst alle das Buch lesen. Aber ich lese euch den ersten Brief vor. Er ist sehr kurz und dann könnt ihr beurteilen, ob sie recht hat und es klingt ganz anders. Es klingt nämlich so. März 2017. Erinnerst du dich, dass Worte scharf sein können wie Messer? Weißt du noch um ihre Macht, um diese Schlingen, die sich auf dich legen mit Eisenspitzen, die dir die Haut aufbrechen und die Knochen? Ich will eine Schlinge sein, ich will ein Messer sein in Eisen gegossene Unbarmherzigkeit. Ich will dich aufbrechen, ich habe zu lange geschwiegen.
öffne deine Augen, schau her, schau nicht mehr weg. Jetzt ist die Stunde für meine Worte. Jetzt ist die Stunde für meine Rache. Inzwischen bist du alt. Du hast mehr als die Hälfte der Zeit verlebt, die dir gegeben ist. Du hast manche Chancen genutzt, andere übersehen. Du hast Kinder bekommen, ein Haus gebaut, gearbeitet, geschlafen, gegessen, selten, getanzt, ins Leere gestarrt, mit dem Zweifel im Kopf, ob das alles war. Bin ich dir jemals nah genug gekommen, um einen Abdruck zu hinterlassen? Denkst du noch an mich? Plagt dich das Gewissen? Fragst du dich, was mit mir geschehen ist? Ich habe dich geliebt. Lass mich das einmal aufschreiben. Lass mich alles einmal aufschreiben. Ich schreibe es weg von mir, raus aus mir, runter von mir. Vielleicht fühle ich mich dann endlich wieder sauber. Vielleicht fühle ich mich dann endlich wieder. Ich habe Angst vor dem Moment, in dem ich abends den Kopf niederlege. Ich fürchte mich nicht vor dem Aufwachen, auch nicht vor dem Tag mit all den Stunden, die sich vor mir auftürmen. Sie lassen sich füllen und solange ich mich bewege, mich mit Menschen umgebe und ihnen zuschaue, gelangt keine Empfindung zu mir. Ich kann durch die Gassen schlendern, ich kann in einem Café sitzen und leise lächeln, ich kann aufs Meer schauen und mir vorstellen, wie salziges Wasser in meine Lunge dringt. Aber nachts bin ich verloren, mein Segel zerreißt. Sobald mein Kopf das Kissen berührt, fließt alles aus ihm heraus. Wie silbernes, mit einer Flüssigkeit verrührtes Pulver, Blut ist es nicht, oder vielleicht doch. Es rinnt an mir herunter, es ist kalt und wo es mit meiner Haut in Kontakt kommt, hinterlässt es Wunden wie Gefrierbrand. Jeden Abend atme ich voller Furcht in dieser Stadt, in der ich nicht zu Hause bin und wage nicht, mich zu rühren, denn dann würde ich das Silberne verteilen, immer weiter verteilen. Ich habe keinen Einfluss auf die Bilder, die mein Kopf hineinprojiziert in die Dunkelheit. Ich sehe, was sie getan haben. Ich warte auf den Schlaf. Er ist nicht mein Gegner, aber auch nicht mein Freund und mit den Menschen ist es nicht anders. Ich habe nie zu den Frauen gehört, die sich sprachleeren Kalender in die Küche hängen und glauben, eines Tages müssten sie nicht mehr dort stehen und Rindfleisch schneiden. Eines Tages würde das wahre Leben kommen und sie abholen. Jetzt ist es eine ganz andere Art von Frauen, zu denen ich gehöre. Was bleibt von einem Menschen, wenn man ihm alles nimmt? Seine Sprache, seine Umgebung, seine Gewohnheiten, sein Selbstverständnis, wer ist er dann? Zurückgeworfen auf sich selbst? Das Licht ist hier viel heller, obwohl das Meer es gierig verschluckt. Bis zu meinen Zähnen ist mein Mund angefüllt mit Wut. Briefe, die den Leser, Leserin lange in die Irre führen, weil man am Anfang gar nicht, also man weiß irgendwann, es hat etwas mit Gewalt zu tun, aber da ist eine Person, die sagt, das passt überhaupt nicht und es ist wirklich dann am Ende, wo man dann, oder fast am Ende, wo man alles erfährt und wo es auch einen überraschenden Schluss gibt für alle eigentlich, für alle Protagonisten haben wir einen überraschenden Schluss. Und wer jetzt denkt, wir hätten schon zu viel gespoilert, wir haben eigentlich über den Anfang gesprochen. Ja, und deshalb also tatsächlich. Wir belassen das auch dabei. Es gibt noch 300 Seiten mehr, in denen genau. Noch andere Dinge passieren. Was ich in den Briefen aber auch sehr gerne gehabt habe, ist einfach die Literaturvermittlerin, die da durchscheint. Denn es geht um eine Frau, die eben in einem Buchladen arbeitet. Unsere Zeit ist leider fast um, wenn ihr noch Fragen habt oder Bemerkungen, bitte. Man muss sich exponieren hier. Mhm. Oder wir haben alles so gut erklärt, dass... Ja. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank, Mareike Fallwickel. Ich sag danke. Wenn ihr mögt, könnt ihr noch Bücher von der Mareike hier kaufen und sie wird sie dann auch signieren, ne? Ja, gerne. Okay. Danke fürs Zuhören. Und Wiedersehen.